Hallihallo, und zwar zu einem weiteren kleinen Tutorial. Beim letzten Mal oder bei einem der letzten Tutorials habe ich ja gezeigt, wie man mal einen simplen Spieler macht. Und da habe ich ja schon erwähnt, dass ich auch nochmal zeigen möchte, wie man simpel Gegner-Interaktionen macht, also quasi Skripte beim Gegner aufruft und halt mit Gegnern interagiert. Ich habe zwar schon in Tutorials gezeigt, wie man so etwas macht, in speziellen wie zum Beispiel Waffen, meine Waffen-Tutorials und so, aber ich zeige jetzt nochmal genau, wie wir das jetzt benutzen. Also es gibt drei Möglichkeiten, das zu verwenden. Die dritte werde ich jetzt nicht benutzen. Und zwar ist es einfach einen Trigger zu benutzen und dann die On-Trigger-Enter- und Exit-Methode zu verwenden. Aber die werden so gut wie gar nicht verwendet eigentlich, außer in bestimmten Fällen. Und ansonsten benutzt man eigentlich eher so die Physik-Klasse dafür. Also dafür benutzen wir jetzt einfach hier unseren simplen Player-Script und wir machen uns einmal einen Simple Enemy-Script. Und das Simple Enemy-Script habe ich jetzt hier auf diese drei bedrohlichen Quadrate gezogen. Die haben einfach nichts, die haben einfach nur einen Collider. Natürlich, wenn das ja euer richtiger Gegner ist, der kann auch einen Rigid Body haben, etc. pp. Das ist komplett anpassbar und das passt zu, das kann man bei jedem Gegner genau gleich so verwenden. Also, dann fangen wir erstmal an und machen uns einmal unseren simplen Gegner. So, in unserem simplen Gegner sagen wir jetzt als allererstes die ganz normale Integer-Variable und zwar, wie viel Leben hat er. Also int health. Wie viel Leben hat er? Dann brauchen wir einmal ein Boolean, um zu definieren, lebt er oder ist er tot? Also ein Boolean namens ist er am Sterben. Und dann machen wir uns nochmal einen Hilfs-Boolean und zwar on hit. Also wenn er geschlagen wird oder wenn er gerade Schaden bezieht. Dann holen wir uns einmal ein Material, um jetzt das ein bisschen farblich abzuändern. So. Und dann nochmal, dass wir ein Material für alle Enemies benutzen können. Und dann einfach ein neues erzeugen. Also sagen wir jetzt hier einfach einmal in der Startmethode void m ist gleich so instance und dann sagen wir einfach get component und dann holen wir uns einmal den Renderer, einmal klammern und dann dot material. So, dann können wir das alles hier auch einmal kopieren. Jetzt haben wir eine neue Instanz von dem Material, was da drauf ist und dann können wir einfach sagen, dass das Material jetzt die neue Instanz ist. Und so können wir dann für jedes Enemy auch dasselbe Material verwenden und die leuchten dann unterschiedlich. So, dann machen wir einmal eine ganz normale Methode, eine public void und dann sagen wir, die heißt einfach set damage. Und die rufen wir dann auf, da übergeben wir einfach nur einen Integer und zwar den Damage, den wir übergeben, den Schaden, so dass wir diese Methode dann von unserem Spieler aus und divers aufrufen können. Und dann sagen wir dann natürlich einfach nur bei setDamage health minus gleich den Damage, den wir übergeben. So, dann sagen wir natürlich, weil wir werden ja geschlagen, also sagen wir onHit ist gleich true. So, und dann überprüfen wir einmal, ob der Gegner tot ist oder nicht. Also sagen wir einmal if health kleiner oder gleich 0, dann ist er ja offensichtlich tot, er hat kein Leben mehr. Also sagen wir einmal dead ist gleich true. Und dann zerstören wir einfach das Game-Objekt. Also sagen wir einmal destroy und dann sagen wir einfach Game-Object. So. Ups, Game-Object natürlich klein geschrieben. Game-Object. So. Wozu haben wir denn jetzt zum Beispiel diesen Hilfs-Boolean für Dead, wenn wir das Objekt schon direkt zerstören? Wir können beim Destroy ja auch einfach eine Zeit angeben, wie zum Beispiel, wir haben eine Sterbeanimation jetzt für unseren Gegner. Und diese Sterbeanimation triggern wir, sobald Dead true ist. Und dann können wir da zum Beispiel sagen, die Sterbeanimation geht 4 Sekunden. Also sagen wir dann, destroy das Game-Object bei 4 Sekunden, sobald diese Animation abgespielt worden ist. Oder wir können natürlich das ein bisschen ausfaden lassen, sodass wir sagen, wenn es der True ist, dass wir in der Update-Methode sagen, destroy GameObject nach der Animation und dann noch einen kleinen Delay. Oder auch wenn der Gegner nicht mehr in der Kamera ist, etc. Also dass wir so die Möglichkeit haben, zu überprüfen, ist der Gegner tot oder ist er nicht tot. Denn wenn er zum Beispiel tot ist, soll er auch bestimmte Sachen nicht mehr machen, wie in der Update-Methode seinen Schlag weiter fortsetzen, dass er euch schlagen kann, etc. Und dann sagen wir zum Beispiel, ist in der Update, if Aufruf ist dead, dann sagen wir einfach jetzt in unserem Fall einfach return, denn dann soll er bitte nicht mehr seinen Schlag updaten oder sonst was. Und jetzt sagen wir hier einmal kurz nur ist on hit. Wenn er geschlagen wird, soll er zum Beispiel irgendwas machen, keine Ahnung, Gegenschlag oder so, Gegenschlag, irgendwas, kein Plan. Und bei else sagen wir dann einfach, wir setzen das Material einmal, set material color, also m set color
unterstrich base color, color, und da sagen wir einfach, setz mal die Farbe auf weiß, color white, so, und das kopieren wir einmal und sagen einfach bei on hit hier unten, setz die Farbe auf rot, red, so dass wir auch sehen können, dass wir unseren Gegner gerade geschlagen haben. So, dann können wir das abspeichern und dann gehen wir mal zu unserem simplen Player. Wir machen uns jetzt einmal zwei Testboolean, um das einmal zu testen. Und zwar sagen wir einmal hier public bool test die ray Methode und einmal test die sphere Methode. So, was ich damit jetzt meine, also als erstes benutzen wir einmal einen Raycast Hit. Mit dem Raycast Hit zum Beispiel kann man auch Gewehre und Waffen machen, habe ich auch schon Tutorials zu gemacht, aber man kann natürlich auch einen Schlag damit machen, also mit einer bestimmten Distanz. Wie zum Beispiel, wenn wir jetzt hier einfach nochmal angeben, public float hit distancy, ich kann nicht mehr schreiben, distancy, so können wir dann zum Beispiel bestimmen, dass er jetzt in Units gesehen, Unit könnt ihr wie in Meter umrechnen, also ein Unit ist ein Meter vor uns, und wenn wir dann sagen, die Hit-Distanz ist ein Unit, dann können wir auch einen Meter weit schlagen. Jetzt für die Sphären-Methode, die benutzt man eher, wenn man einen Rundumschlag möchte. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt ein Schwert hat und man schlägt nach vorne, dann schlägt man ja nicht nur den Gegner, der genau vor einem ist, sondern auch die, die in dieser Bahn sind. Also können wir dann zum Beispiel sagen, dass wir da einfach nochmal die Physics-Methode benutzen für den Cast, für den Sphären-Cast. Und dafür brauchen wir dann noch einmal nochmal einen Hit-Radius. So, dass wir sagen können, wie weit schwingen wir, wie weit ist unser Schwung. So, dann gehen wir hier einmal in die Update-Methode, also void update. Und dann sagen wir einmal if easy.isMouseDown, und zwar Maustaste 0, wie gehabt. Ich benutze mein eigenes Input-System, Link ist in der Beschreibung. Und dann fragen wir einmal ab if testRay. Und dann machen wir einmal den RayCast-Hit. Dafür holen wir uns natürlich logischerweise erstmal einen Raycast. Also sagen wir hier einmal Raycast Hit. Den nennen wir einfach Hit. Dann müssen wir einen Strahl erzeugen, also einen Ray erzeugen. Und das ist ganz simpel mittels unseres Players, denn wir haben ja unsere Main Camera. Also können wir einfach sagen Kamera.main. Und dann können wir sagen Screenpoint to Ray. Und dann können wir in ScreenPointToRay einfach einen neuen Vektor angeben, indem wir einmal die Mitte unseres Bildschirms nehmen, also einmal Screen.width durch 2, und dann Screen.height durch 2, und schon haben wir die Mitte, und da brauchen wir noch den Z-Punkt, und da sagen wir dann einfach Camera.main.width. NearClipPanel. Das NearClipPanel kann man zum Beispiel in der Kamera direkt einstellen, wie nah Objekte gerendert werden. Also das ist dieses NearClipPanel. Das kann man in der Kamera zum Beispiel auf 0,1 stellen und dann ist dieser Strahl auch 0,1 von einem entfernt. Aber ich setze das NearClipPanel immer auf 0, damit man auch wirklich alles sieht, was in der einem vorn Gesicht ist, und dass das nicht ausgeblendet wird. So, dann haben wir jetzt unseren Ray und jetzt machen wir die Interaktion, denn jetzt schießen wir ja den Strahl, aber wir müssen einmal abfragen, ob dieser Strahl denn jetzt irgendwas trifft oder nicht. Also wir müssen den Strahl erstmal losschießen mit Physics und dann sagen wir einmal Raycast und da übergeben wir dann einfach unser Ray, also R, out hit, also aus unserem Raycast Information, und dann die Distanz, die der Strahl haben soll, also hit distancy. So, und jetzt kommen wir in diese Verzweigung hier, eine Klammer vergessen, wir kommen hier in diese Verzweigung, wenn der Strahl irgendwas trifft. Wenn der Strahl nichts getroffen hat, landen wir im Else. So, und wenn wir jetzt etwas treffen, angenommen wir treffen unseren Gegner, bevor wir das natürlich überprüfen, indem wir einfach sagen, if hit.collider, also treffen wir einen Collider, quasi unseren Gegner, aber wir könnten ja auch einen Baum treffen oder einen Stein treffen, und deswegen fragen wir ab, ob den Collider, den wir treffen, eine Komponente hat, und zwar welche Komponente? Die von unserem simplen Enemy. Hat er die? Also sagen wir einfach, ist die nicht gleich null? Gut, dann nehmen wir hier einmal den Call, also hit Collider get Component, und gehen hier einfach in die Verzweigung rein, und dann können wir die Methode aufrufen, Z Damage. Dann brauchen wir natürlich einen Integer, wie hoch unser Schaden denn ist, den wir machen. Also sagen wir einfach public int damage.
So, und dann können wir da einen Schaden angeben, wie stark wir denn zuhauen. Und dann können wir das einfach hier bei Damage übergeben. Und so callen wir das dann automatisch, wenn wir einen Gegner schlagen würden. Jetzt angenommen, wir wollen einen Rundschlag haben, weil wir jetzt ein Schwert haben oder sonstiges oder eine Spell-Attacke oder sonstige Sachen. Dann machen wir jetzt einmal hier if test sphere. So. Denn da benutzen wir jetzt einfach ein Array aus Collidern, denn wir rufen ja hier zum Beispiel mit Hit Collider den Collider auf, den wir direkt treffen. Und jetzt wollen wir die Collider haben, die wir in einem bestimmten Radius alle treffen. Also sagen wir einmal Collider.Array und dann sagen wir einfach CL Collider und da nehmen wir dann auch die Physics, Physics. Und dann haben wir hier zum Beispiel die Cast-Möglichkeiten, einmal mit Box, Kapsel und Sphere. Wir wollen einen Rundenschlag haben, also sagen wir Sphere. Und dann sagen wir einmal die Position, wo diese Sphäre erscheinen soll. Da sagen wir transform.position plus und dann sagen wir transform.vorwärts. Das klammern wir einmal ein und dann packen wir da die Distanz auf, wie weit nach vorne das machen. Also vorwärts mal Hit Distance. So. Dass wir so bestimmen können, okay, der Schlag ist immer genau vor uns mit einem bestimmten Abstand. Und dann brauchen wir natürlich noch den Schlagradius, also Hit Radius. Und dann haben wir alle in diesem Radius getroffenen Collider. Die rufen wir dann einmal einzeln ab mit einer For Each Schleife, also For Each Collider. Da sagen wir einfach C in CL. Und dann können wir das auch schon direkt callen, aber wir sollten am besten auch eine Überprüfung machen. Also sagen wir einmal if der Collider.getComponent. So, und dann sagen wir natürlich unser Simple Enemy Script, wie oben auch gemacht. Und dann sagen wir einfach nur nicht gleich null. Also haben wir offensichtlich einen Gegner getroffen. Dann callen wir wieder die OnDamage-Methode, also die SetDamage-Methode. Also wieder so, Simple Dings, SetDamage. Und dann sagen wir da einfach Damage. So, jetzt können wir beides einzeln testen. Ich speichere mal alles ab und gehe zurück zu Unity. So, und in Unity geben wir dann einmal allen unseren bösartigen Rectangeln hier eine Lebenseinzahl. Und zwar von 100 sagen wir jetzt. 100, 100 und du auch 100. Und bei unserem Player selbst sagen wir dann einmal die Hit Distance. Wir testen einmal den Raycast-Dings. Da sagen wir jetzt einfach mal, wir können auf eine Distanz von 5 Metern oder sagen wir einfach mal 4 Metern schlagen. So, ich gehe mal in den Play-Mode. So, und so, und wenn ich jetzt hier vor dem Gegner, stehe und einmal zuschlage, so, passiert offensichtlich nichts. Und ich muss ja auch den Ray-Test anmachen. So, gut, und dann jetzt einmal ihn schlage. Wupp, sehen wir. Er hat sich rot eingefärbt. Wir haben ihn offensichtlich geschlagen. Er färbt sich jetzt nicht wieder zurück. Und jetzt gehe ich einmal wieder raus und wieder in den Play-Mode. So, nur dieses Mal machen wir mal Hit-Sphäre. Die Distanz machen wir jetzt nur noch auf 1, also 1 Meter vor uns. Und den Hit-Radius machen wir mal auf 2. Und wenn ich mich jetzt hier vor die 3 Gegner stelle und einmal schlage, dann zack, werden alle 3 getroffen, weil wir ja in einem bestimmten Radius getroffen haben. Und wenn ich hier jetzt mehrfach hier klicke, dann sollten die auch irgendwann verschwinden. So eigentlich. Mal Pause gehen und mal gucken bei den Enemies. Wie viel Leben habt ihr noch? Noch 100 Leben. Auf jeden Fall wird das Leben gesetzt, aber es wurde nicht abgezogen. Einmal gucken, woran das liegt, dass es nicht abgezogen worden ist. Hit Health minus Damage. Den Damage, achso, ja klar, wir haben keinen Damage-Wert übergeben bei unserem Player. Also der Player braucht ja auch einen Damage, logischerweise. Also Damage dann nochmal auf, keine Ahnung, 25 stellen und dann würden sie auch sterben, logischerweise. Aber ja, und so sieht man dann schon die zwei Hauptmethoden, wie wir denn mit Gegnern interagieren können und auch mit Gegenständen interagieren können und allgemein Skripte in anderen Objekten callen können. So, das ist schon der einzige Weg und ja, jetzt mache ich mir mal Gedanken, wie ich das Video nenne und wir sehen uns dann bis beim nächsten Tutorial. Dann bis dann. Ciao.